Wolf Industries headquarters, where the factory staff had their office, where my father used to slave away. It's in this awful building that his lifeless body was found. A bookcase covering his chest. The collected works of Da Vinci accompanied him in eternal rest. Early that Thursday morning, hawkers set up stalls and goods. When word of his death reached the market and a friend of father was summoned to bring the bad news to the woods. Ja, hier für euch jetzt nochmal das zusammengefasst, was uns jetzt als nächstes erwartet, wie ihr im letzten Teil schon gesehen habt. Erstmal willkommen zurück bei Wolf. Wir müssen jetzt versuchen, in das Archiv reinzukommen. Oh, richtig schön gemacht hier mit dem Bäumen, mit der Tanne und dem Schnirren. Aber rechts kommen wir nicht weiter. Das sind die Wachen. Ich meine, klar, wir können sie jetzt niederknüppeln. Wir haben ja seit dem letzten Part, seit Mitte, Ende des letzten Parts eine Waffe. Aber ich glaube, es wäre effektiver, hier oben lang zu gehen, wenn es schon so schön leuchtet. Good thing I'm not afraid of heights. Ja, das wäre jetzt nicht so passend. So. Noch können wir echt viele Gefahren umgehen. Aber schauen, wie lange das noch anhalten wird. Okay. Gucken wir mal, was passiert, wenn wir den Hebel hier aktivieren. Okay, das Schild fährt hoch. Wird uns jetzt wahrscheinlich als Plattform dienen. So, mehr schönes Tagebucheintrag. Okay, die können wir nicht kaputt machen. Die brauchen wir, um wieder zurückzukommen. Aua, Fallschaden. Aus der Höhe, okay. Aber unsere Lebensenergie regeneriert sich ja, Gott sei Dank. Also da brauche ich mir keine Sorgen machen. Okay, den Idioten zu entkommen. Wie schaut es hier mit aus? Vielleicht doch nochmal oben lang. Oder halt echt kämpfen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber ich sehe schon, hier oben geht es dann doch lang. Und so kommen wir jetzt auf die Tafel. Zweimal A drücken zum Doppelspringen. Ja, ich weiß. Die Frage ist, wohin? Direkt hier rüber oder hier ran? Okay, das war falsch. Okay, dann nochmal hoch. Ach so. Ja, hier drüben wird es dann wahrscheinlich auch einen Schalter geben oder einen Hebel. Dann geht es da rechts hinten weiter, was leuchtet. Das heißt, ich muss definitiv nochmal runter. Hier hinten vielleicht noch irgendwas. Nichts aus einer Kiste. Das heißt, wir müssen uns jetzt trotzdem mal kämpfen. Jetzt alles nicht hoch. War vielleicht nicht die beste Entscheidung. Try actually using that sword. Aber wir haben es gemeistert. Na komm her. Du allein bist keine Bedrohung für uns. Genau, da oben ist der zweite Schalter. Huch. Es war nicht beabsichtigt, hier frontal reinzurennen, aber sieht ganz gut aus. Wenn wir die Lebensenergie sofort einsammeln und dann läuft das sehr gut. Okay. When mother was my age, she came here every week. Granny's healing potions attracted crowds from near and far, as did mother's smile. She loved the market, the smell, the noise. My, how she was courted by the bravest of Ulrika's boys. Until one of them crossed the line
and Granny decided to keep her from the city. She was a vision. My memories of her have faded, but I still remember my mother being very, very pretty. Ja, so ist das also. Die war ziemlich oft auf dem Marktplatz unterwegs. Aber in der Zeit ist da ziemlich viel Scheiße auch passiert. Also ist auch verständlich, wenn man den Schlussstrich gezogen hat. So, das Ding ist, hier komme ich nicht hoch. Ich muss von da hinten lang. Das heißt, ich muss dann noch hier entlang gehen. Das sah schon so ein bisschen nach Finish aus, aber ja, war jetzt abzusehen, dass ich mich hier durchschnetzeln muss. Wusstest du schon das? Ja, wusste ich nicht. Aha, my carriage awaits. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir die Kutsche brauchen werden. Oh. Hier hätte ich vielleicht auch rausspringen sollen, um hier hochzukommen. Aber gut. Ach, das muss ich sogar. Ah, okay, ich habe noch mal eine Chance. Die verschwindet und kommt wieder. Alles klar. Hier drauf, hier drauf, hier drauf. Und hier oben an den Korb. Perfekt. Ach, von da oben hätte ich dann auch hier hochgekonnt, oder was? Ja, doch. Hätte ich mich langhangeln müssen. Ich einfach springen. Manchmal sind da so Kleinigkeiten, die man so ein bisschen ausprobieren muss, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt bei solchen Spielen. Nicht einfach stumpf durch. Okay, das wollte er jetzt auch nicht. Wenn ich überhaupt so hochkomme, ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Weil so komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Also nochmal das Ganze, bis es funktioniert. Ja, muss irgendwie klappen. So. Sonst wäre das ja auch nicht da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nur wegen diesem Picknickkorb da gewesen ist. Ah, hier oben, siehst du? Was war das denn? Okay, der haut ordentlich rein. Ach so, ja, von dem darf ich mich nicht treffen lassen. Mit seinem Elektrostab da. Okay, dann schleiche ich mir halt hinter ihm her. Wir müssen nur schnell das Tor aufmachen. Ich war niemals da. Jetzt müsste ich aber langsam mal da oben hinkommen, oder nicht? Oder bin ich da jetzt? Ich bin da. Ich habe nichts gesagt. Aber das Level-Design ist echt awesome. Gefällt mir echt sehr gut. So, jetzt muss ich hoch. Jetzt muss ich drüben wieder... Ach, die sind ja auch wieder alle da. Scheiße. So, jetzt muss ich hier wieder hoch, dann mich oben langhangeln. Mit dem Doppeljump rüber. Haben die aufgehört, mich zu verfolgen? Ich glaube, ja. Und dann sollte ich da reinkommen. Zumindest theoretisch. So. Oder auch nicht. Nicht weit genug gesprungen. Hä? Merkwürdig.
Sollte sie doch eigentlich schaffen. Ach nee, ich hab gefailt. Wir sollten... Oh, was war das denn? Okay. Huch, ach, das verbraucht Energie. Ich sollte vielleicht auch sprinten vorher. Schon kommt man drüber. Ganz einfach. Huch, nicht da jetzt an dem Hut hängen bleiben. Tada. Und schon sind wir drin. Looks like time stood still here. The smell of old books, pencils and ink stains on the floor. That's my father, for sure. Echt super designed. Was können wir hier benutzen? Father spoke in drawings, more often than in words. Charcoal was his mother tongue. He sketched the most beautiful stories I've ever heard. Father's notes, scattered and fragmented, like his mind often was. Pinocchio, you rascal. I tell your story night after night. If only my little girl knew how much you and I are alike. Living a life with many strings attached and an ever-growing nose to pay our dues. If only we could cut the cords. Am I a creator if what I create destroys? Is a toy still a toy on the devil's playground? It pays the bills. It feeds my child, but it kills. Innocent people and me on the inside. Oh, Father, what dark thoughts wandered through your bright mind. Das würde ich auch mal gern wissen. Und das war ja natürlich übelst die Pinocchio-Anspielung hier, wie es auch so schön erwähnt wurde. Grace, what is she doing here? With no mother to tuck me in, it was this tiny woman who stood by my bed and lulled me to sleep. Father made her in 22 days. My thumb-sized piece of comfort. I named her Grace. I'd forgotten all about her. She used to protect me from imaginary monsters. I hope she works her magic on real ones too. Das wäre auch nicht verkehrt. So. Schauen wir uns mal weiter um. Dear Mr. Wolf, after careful consideration, I've decided to resign from my function at Wolf Industries. I hereby give you my 2 weeks' notice. Sincerely, Joseph R. Hood. So Father quit? I didn't have a clue. Wolf must have really screwed his mind, if only we knew. But wait, the letter's date. That's when Father died. Sieht ganz danach aus, als ob er gekündigt hat. War das mit dem Datum schon komisch? Wer bist du denn? Doch gerade noch funktioniert. Oh, Frankenstein für Fortgeschrittene. Did my father do what I think he did? He told me he designed toys. Well, this is hardly suitable for little girls and boys. Father, did these tin cadets, whom I've slaughtered by the dozen, originate from your mind? This can't be true. This isn't you. This is not you. I came here looking for clues, but now I'm even more confused. I need some air. Ja, jetzt ist nur die Frage, ob das wirklich so gewollt war, also dass ihr Vater das wirklich so gemacht hat, oder ob sie das nur denken lassen soll, dass das so war. Vielleicht wurde das ja im Nachhinein einfach dahin gebaut. Wer weiß, wir werden es noch erfahren, denke ich. Damn, so much for going unnoticed. Change of plan. Let's play. Catch me if you can. Huch. Na dann kommt mal. Wir braven Zinnsoldaten.
Aber ich bin natürlich viel zu schnell für die. Auch wenn ich hier meinen Dauersprint einlege. Was ist das denn? Boah. Gut, damit habe ich jetzt am allerwenigsten gerechnet. Und nochmal von vorn, okay. Also vorsichtig. Ich habe ja genug Vorsprung. Also ruhig, bisschen langsamer die Sache rangehen. Hoch. So, jetzt vorsichtig. Und weiter, 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 weiter. War das geschafft oder nicht geschafft? Geschafft. Perfekt. Und damit haben wir wieder einen Teil geschafft von Wolf Redwood Diaries. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.